Hier ist ein Item. Ah, da. Gut versteckt. Gut, dass man es hört. Analysator. So, die hauen wir jetzt auch in 0, nichts weg. Nummer 1 ist weg. Nummer 2 wird auch gleich ausradiert sein. Ah, okay. Zwei von euch und ein Vogel, glaube ich. Als Präventivschlag. Perfekt. Ja, erstmal ihn schnell erledigen. Jetzt den anderen noch attacken. Jawohl. Das reicht erstmal. Den werden wir easy weghauen. Und der andere ist ja auch locker dann weg. Ich sag, es ist so unfassbar angenehm, wenn ein Brecher halt mit dabei ist. Ein Attack. Danke. Tschüss. Kein Problem. Ein Flammenring. Erhöht Feuerresistenz, ich glaube, um 20%. Nächster Speicherpunkt, alles klar. Der Kampf ist ein bisschen ungemütlich. Ich überlege gerade, wie wir das tricksen. Ich glaube, wir buffen und die buffen erst und dann nur noch Angriff. Er macht halt auch gut Damage. Muss man halt aufpassen. So gedebufft ist er schon. Nur noch die paar wichtigen Buffs auf unseren Leuten und dann glaube ich kurz einmal auf Heilung wechseln, beziehungsweise grüne Front. Ah, okay. Dampfreiniger. Dampfreiniger entfernt alle Debuffs von ihm. Deswegen sollten wir Vanille noch einmal ranlassen. Oh, perfekt. Einmal schnell Heilung, weil Lightning fast down ist. Die macht ja den meisten Damage. So, und das sollte es gewesen sein.
Perfekt. Okay, das ist sein Ernst. Das Ganze nochmal. So, wieder gucken, dass die Buffs auf uns drauf sind. Das reicht eigentlich schon. Wie viel Leben hat er denn? Oh, okay. Knappe 45.000. Noch Sess buffen und dann passt die Sache. Wow. Gut, er macht Dampfreiniger zum Glück. Hätte er jetzt noch einen Angriff gemacht, wäre Vanille und Sess wahrscheinlich gestorben. Oder mindestens einer von beiden. Mal das hier switchen. Perfekt, der ist nochmal gedebufft und jetzt auf und wieder draufhauen. Sollte reichen. Der Protest ist weg. Das ist unlucky. Ja, genau der Effekt, den ich brauche auf ihm. Damit Lightning mehr Damage macht. Ja, wir switchen nochmal. Hinbekommen, switchen und attacken. Okay, Dampfreiniger. Puh, nochmal Glück gehabt. Sollte trotzdem reichen. Vanille sollte sich nochmal heilen und dann war's das. Puh. 360 KP. Oh, perfekt. Lightning kann jetzt die Heilerei, Heiler noch benutzen. Das ist wunderbar. Und Sessbrecher. Und Kristallium erweitert. さあな。軍でもパルスの情報は極秘扱いだ。現場の兵士は無知同然さ。らしいな。敵を知らねえで戦えるのか？敵は敵だ。シンプルなこって。迷わなくて済む。迷わなければ戦えますか？だから生き延びてる。 So, wir können jetzt Waffen modifizieren. Das ist aber etwas, was ich jetzt noch nicht mache. Und auch noch nicht erkläre. Das ist etwas für später. Sess kann Brecher lernen. Das ist natürlich perfekt, aber... Doch, das ist perfekt. Wow. Die ganzen Punkte sind jetzt für ein Level-Up. Oh mein Gott, seit 380. Wie teuer. Sie kann Heiler lernen. Hat sie sogar schon. Oh, 20 TP, 30 TP. Das Level-Up sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Und danach nur noch Brecher. Wobei es jetzt ziemlich teuer ist alles. Na gut, irgendwas muss man ja machen, um stärker zu werden. Lernt sie was Neues? Nö. Alter. Boah, ist das nervig. Okay. Wunderbar. Hat es bei ihm wenigstens gelohnt.
So ein bisschen. Wir gehen weiter. Also jetzt ist es ziemlich teuer, die Kristallrum-Level-Ups, wie ihr gerade gesehen habt. Also wir sind jetzt im dreistelligen Bereich und kriegen immer noch im zweistelligen Bereich KP nach den Kämpfen. Das ist ein bisschen unlucky. Speicherpunkt, den wir auslassen werden.俺らに未来はあるんだかな。ろくな未来は見えないな。行く当てもねえしな。あるさ。うん？あそこだ。エテンだと？政府の中枢じゃねえか。勇ましいね。殴り込みでもかけよってか。 正気か？逃げ続けても狙われるか死骸だ。ルシの逃げ場はどこにもない。なら国運の敵らしく政府に食いついてやるよ。冗談じゃねえぞ。ああ、冗談じゃないね。パルスのファルシがセラをルシにした。守れなかった私もルシで国運の敵として政府に追われてる。 だが政府の裏に何がいる？ファルシだ。国運を支え人間を導くとかいうファルシエデンだ。ハージを命じたのもそいつだろうさ。ファルスのファルシだろうが政府のファルシだろうがファルシどもにとって人間は道具だ。私は道具で終わる気はない。じゃあどうすんだ。 一人でか？無茶言うな。万一うまくいっても、ファルシエデンはインフラの中核だ。あれに何かあったら国運はガタガタに。壊したいのか？パルスの武士だからって国運を壊そうっつうのか？ダメ！セラを忘れたの。国運を守れって言ったじゃない。守るのが使命かもしれない。使命は関係ない。 私はファルシの道具じゃない。生き方は自分で決める。死に方じゃねえのか。迷っていても絶望だけだ。進むと決めれば迷わずに済む。安心しろ。敵は政府だ。世界を滅ぼす気はないさ。滅ぼしそうになったらあのバカが止めに来るかな。 スノーと戦うってのか。次に会ったら敵同士かよ。お前たちともそうなるかもな。絶望にとらわれてみんなバラバラだったから、ライトニングの苦しみを背負っていた痛みを分かってあげられなかった。 スノーは敵です。私が弱かったからみんなを巻き込んでしまったんだ。どうしたらいいかわからなくて。俺もだ。私がついてるよ。心強いね。 待ってください。ついていきます。お前を守る余裕はないんだ。戦います。迷わないです。サイコムの抹殺部隊だ。 Und wieder mal ist die Gruppe gesplittet. Diesmal spielen wir Lightning und Hope.
der erste ist down, der zweite auch. Das könnte reichen, ich weiß nicht, ob ich auf Heilung gehen soll. Da muss ich sogar. Beide als Heiler, auch lustig. Muss die Paradigmen dann gleich einstellen nach dem Fight. どうする?どうするって。そりゃ。逃げよ。ん?逃げた方がいい。助けに行っても役に足手まといになる。そうか。そうだな。姉ちゃんなら簡単にやられねえか。 また敵が来ますよね。早く行きましょう。あの人たちが気になるんですか。もう逃げたと思いますけど。今ならお前も逃げられる。私と来ても戦いだけだ。どういう形で終わるのか私にも見えてない。分かってます。でも強くなりたいから。ライトニングさん、 ナイトでいい。これからどうします?ガプラの森を抜けてパルムポルムだ。エデン行きの足を手に入れる。町に着いたら案内できます。僕の家パルムポルムなんです。寄れないぞ。行きませんよ。ルシが帰ってどうするんですか?Sehr schön. Also die anderen beiden gehen einen anderen Weg. Muss ich zurück? Ist hier ein Item versteckt? Nein. Die Paradigmen wollte ich ändern, weil die ziemlich wack sind. Das ist okay. Ich könnte noch ein davon machen. Das geht sogar. Fast. Brecherheiler. Das ist noch ziemlich wichtig. Mit was beginnen wir den Kampf? Ich glaube, so. Sollte reichen. Fürs Erste. Und der nächste Speicherpunkt. Ist alles erstmal ruhig. Ah, da sind die ersten Gegner. Hab mich schon gewundert. Oh, sind nur Soldaten. Die hauen wir locker weg. Wir gehen erstmal hier links lang. Sieht nämlich nach einem Item aus. Ziemlich offensichtlich.
So, was haben die denn Tolles versteckt? Glasfaserkabel. Okay, ist zum Modifizieren.